Witold Pilecki ist ein Offizier in Polen, als er sich 1940 absichtlich bei einer SS-Razzia in Warschau verhaften lässt und nach Auschwitz deportiert wird. Damit setzt er sein Leben aufs Spiel und das weiß er. Aber was sind seine Beweggründe? Sein Plan ist, im KZ ein Widerstandsnetz aufzubauen, das im Falle einer Befreiung gegen die Nazis kämpfen soll. Ein freigelassener Häftling schmuggelt Pileckis erste Nachricht nach draußen. Darin berichtet er über die brutale Realität im Lager und bittet die Alliierten, Auschwitz zu bombardieren. Doch diese halten Pileckis Berichte für übertrieben. 1943 gelingt ihm die Flucht aus dem KZ. In Freiheit schreibt er seine Erinnerungen an die grauenvolle Zeit in Auschwitz nieder und liefert die ersten Augenzeugenberichte über den Holocaust. Beim Warschauer Aufstand 1944 kämpft Pilecki weiter gegen die Besatzer. Nach dem Krieg sammelt er erneut Beweise, diesmal über das kommunistische Regime in Polen. Wegen Hochverrats wird er in einem Schauprozess zum Tode verurteilt und hingerichtet. Erst nach 1989 wird Witold Pilecki rehabilitiert.